Sie haben einiges erlebt heute Nacht. Können Sie mir erzählen, was hier vor der Unterkunft los war? Ja, und zwar bin ich so gegen 3 Uhr wach geworden von meinem Hilfeschrei. Eine Frau, Hilfe, Hilfe, dann hörte ich nur Lärm, Klären. So, das ist ja merkwürdig, was ist denn hier los? Ja, da bin ich rausgegangen, sah vor der Tür gleich schon mehrere Busse stehen mit vermummten Polizisten, Gewehr im Anschlag, schwer bewaffnet. Ja, und dann bin ich bei meinem Eingang, da ist so ein Weg, da bin ich dann da lang gegangen, konnte zum Container rüber gucken. Ja, da standen ganz viele da, vermummte Polizisten, dann hinterm Haus standen noch mehr. Und ich hatte ja zuerst, als ich aufwachte, hinten rausgeguckt, was da los ist, und haben sie mich nur geblendet. Ich wurde nur geblendet von einem hellen Licht, wusste nicht, was das ist, konnte damit nichts anfangen. Dachte ich, vielleicht machen die sich einen Scherz, bin dann raus. Und dann sah ich die vermummten Polizisten, dann haben sie den Container von hinten immer abgeleuchtet. Ja, dann bin ich wieder zurück, habe mich ja zum Glück nicht so gesehen. Ja, und dann später kam ein Bus hier an mit dem Hund und da ist ein Hund reingelaufen. Aber was genau hier war, wusste ich nicht, ich hatte keine Ahnung. Ja, so war das in groben Zügen. Ne? Seit wann gibt es diese Flüchtlingsunterkunft? Ja, dieser Container ist jetzt circa ein Jahr. Und gab es da schon? Nee, es war immer ruhig, es war immer alles gut, die Kinder haben draußen gespielt. Also es unauffällig halt, ne? Hätte man nie erwartet oder gedacht. Ja.